So, da sind wir wieder. Und es gibt wieder ein paar Zombies draußen und ein paar Skelette. Alles verbrennt. Nicht alles. Du bist auch da voll im Licht, oder nicht? Naja. Erze, richtig. Brennen. Diamanten, jetzt haben wir 12, das ist ja wohl Wahnsinn. Da haben wir ja fast mehr Diamanten als Eisen gefunden. So, dann sonstiges da oben der Flint. Feuerstein. Der Fred unter den Steinen. Kies. So, noch ein paar Steine dahin. Diamantspitzhacke. Ach, wisst ihr was? Wir sind jetzt so reich. Wir gönnen uns noch eine. So, etwas Leitern. Die tun wir zum Holz, glaube ich, dazu. Richtig, genau. Essen, Kohle. So, was machen wir jetzt? Ich habe so eine Angst vor Erdbeben. Nicht Erdbeeren, sondern Erdbeben. Dass ich mir gedacht habe, vielleicht die Brücke mit ein paar Stützen zu versehen. Ich habe das schon mal in einer Kopie gemacht. Das ging eigentlich relativ zügig. Und da brauchen wir Sand dazu. Da brauchen wir Sandstein dazu. Ich habe es in der Kopie mit Kobbel gemacht. Und dazu brauche ich trotzdem noch Kobbel, weil ich das ein bisschen zwei geteilt machen will. Ruhe. So, wie baut man denn an einer? Man muss ja schon wissen, wie man zu seiner Brücke kommt, Leute, ne? Ich glaube, da muss ich da hinten herum hier. Welche Monster? Nein. So, dann zählen wir einfach mal ab hier. Wie macht man an so einer Brücke am besten die Pfeiler hin? Mal zählen. Also, wo fangen wir an? Wir zählen mal. Fangen wir mal an, hier zu zählen. 2, 4, 5, ne? Ja. 2, 4, 5. 5. Werden jetzt etwa alle 10 Blöcke einen Pfosten machen. Ein Pfeiler. Und Pfeiler baut man am besten von oben.
Ihr werdet das gleich mal sehen. Ihr könnt das als Tutorial nehmen oder was. Ich habe das jetzt bei der... So, wie viel machen wir jetzt hin? Also, wir werden, wenn wir am Rand anfangen... Wenn wir hier anfangen, dann wird der zack da einer hin, zack da einer hin, zack da einer hin, zack da einer hin, zack. Also fange ich hier an, aber da. Okay, machen wir das so. Machen wir hier einen hin. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann nehmen wir den weg. So, da haben wir alle 10 Blöcke. Ein Pfahl. Ein Pfeiler. Oder verschieben wir das noch hier 2 rüber oder so. Oder 3. Ich glaube, das ist dann noch mit am besten. Dann ist das vielleicht noch etwas symmetrischer. So, und dann geht's los. Wie baut man jetzt, woher weiß man denn, wo man unten den Pfosten hinsetzen muss? Nach einem bisschen Essen fällt einem das schnell ein. So, jetzt kann man ja stecken, die Dinger. Indem man jetzt hier zum Beispiel dieses formschöne Ding weghaut. Ein bisschen Erde nimmt. Zum Glück habe ich genau noch ein Stück Erde da. Setzt das hier hin und dann nimmt man sich seinen Sand und baut den Pfeiler erstmal aus Sand. Gell? Da ist er. Das gleiche macht man auf der anderen Seite. Mal sehen, ob es auch so geht, ohne dass man da... Ja, es ist alles eine sehr kipplige Angelegenheit hier. So, da war's. Da sind wir. Und jetzt bauen wir uns einfach von hier oben herunter. Mit einer schönen Schaufel sammeln das ganze Zeugs wieder ein. Das ist ja nur die Hilfskonstruktion, dass ich genau weiß, wo ich ankomme. So, und dann fangen wir hier an mit Pflasterstein zu bauen. Oder mit was man auch immer will. So, und jetzt ist man auf jeden Fall sicher, dass die ganze Konstruktion genau dahin kommt, wo man sie hinhaben will. Nämlich hier hin. So, und ich wollte die obersten 1, 2, 3, die obersten 3 wollte ich dann hier mit Sandstein haben. So, und das gleiche hier. Man könnte das natürlich auch ganz aus Sandstein machen. Ich hatte es in der Kopie ganz aus Cobblestone. Ach ja, geht doch. Den Sand noch einsammeln. Hier einmal da zur Erinnerung. Haben wir hier noch mehr Sand? Nein. Die Sonne gleich unter? Nein. Denn dieses geht ja relativ ratzfatz hier eigentlich. Eine recht schnelle Methode.
So, jetzt heißt es hier Sandsteinpfosten 1, 2, 3. So, dann bauen wir hier oben mal vorläufiges Licht hin. Doch, die Sonne geht schon noch unter gleich. So sieht das hier aus. Dann machen wir gleich weiter am nächsten Tag. Und ich hoffe, dass wir... Achso, da hatte ich den Sand her, genau. Die Erde, diese eine. Tun wir hier mal einen Sand hin. Und legen uns zu Rex ins Bett. Oh ne, Rex ist ja eine Etage tiefer. Dann eben allein. Bis gleich.